Schönster Sonnenschein, ein traumhafter Herbst, nicht nur meteorologisch. Bei Rasterfechter nämlich strahlt man derzeit mit der Sonne um die Wette, angesichts von 4 Siegen in Serie völlig zurecht. Am Samstag das 80:69 gegen Alba Berlin, ein Höhepunkt in der Clubgeschichte. Und jetzt, back to business, es steht das Derby beim Top-Team der EWE Baskets Oldenburg an. Hier bei uns hebt keiner ab, aber natürlich ist es toll, so viele Spiele zu gewinnen. Wir sind für den Moment jedenfalls ohne Druck unterwegs, haben viel Spaß zusammen und es wird weiter Tag für Tag hart gearbeitet. Also Oldenburg ist eine richtig gute Mannschaft, wie jede Mannschaft in der BBL, denke ich. Aber letztendlich müssen wir uns auf uns selber konzentrieren, so spielen, wie wir spielen und nicht so viel an Oldenburg denken, weil letztendlich sind wir die Mannschaft, wir müssen uns auf unsere Mannschaft konzentrieren, damit wir das Spiel gewinnen. In der Vorbereitung hatte Rasta schon einmal gegen den Tabellenfünften gespielt und war deutlich in die Schranken gewiesen worden. Oldenburg galt nach der Offseason schnell als Top-4-Kandidat und bestätigte diese Erwartungen mit 4 Siegen in den ersten 4 Ligaspielen. Letztes Wochenende dann verlor das Team um den einfach nicht älter werden wollenden Ricky Paulding nach sehr guter erster Halbzeit noch deutlich mit 74:95 beim deutschen Meister FC Bayern München. Oldenburg hat sehr gute Spieler. Man darf den Blick aber nicht nur auf Paulding oder etwa Will Cummings richten. Da sind ja auch noch Mahal Basic, Schwete, Massenet. Wir können uns also nicht nur auf einen oder zwei konzentrieren, sondern müssen alle Oldenburger verteidigen. Und deren Topspielern müssen wir uns als Team entgegenstellen. Seit Montagmorgen bereitet sich Rasta auf das Derby vor. 8 Basketball-Einheiten in dieser Woche mit dem Abschlusstraining am Samstagvormittag. Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen im VIP-Raum des Rasterdoms, so wie vor den Heimspielen also. In Oldenburg erwartet werden die Rastaner am Samstag knapp 2 Stunden vor dem Jump. Diese Auswärtsfahrt wird ja fast ablaufen wie der Tag eines Heimspiels. Es ist doch mal ganz schön, dass man nur eine und nicht 4 oder 6 Stunden im Bus sitzt. Die Fahrt ist aber auch ganz gut, um sich noch einmal zu fokussieren, im Kopf durchzugehen, was wir machen wollen. Und wenn wir dann aussteigen, dann werden wir bereit sein. Get ready to go. So wie die Profis werden sich auch hunderte Rasta-Fans auf den Weg nach Oldenburg machen, im PKW, Reisebus oder per Bahn. Die Fans in Vechta sind unglaublich. Wir waren jetzt schon dreimal unterwegs, also in München, im Weißenfels und in Karlsheim. Und jedes Mal waren Fans dabei, mehr oder weniger. Ist egal, das macht einfach Spaß und das hast du auch mehr Bock als Spieler, wenn du die Fans hinterm Rücken hast. Der Spieltermin am Samstag um 18 Uhr ist perfekt für eine Auswärtsfahrt. Wer keine Karte für das Derby ergattern konnte, ist bei Telekom Sport live dabei. Natürlich in strahlend schönem HD. Alle Spiele der Easy Credit BBL live bei Telekom Sport.